Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wir haben heute wieder ein Thema, was wir aufarbeiten müssen oder klarstellen müssen oder einfach auch mal informieren müssen darüber, denn es heißt jetzt ab sofort, dass jeder Mensch, der nicht geimpft ist, krank ist. Und wie das gemeint ist und warum diese Aussage plötzlich da herumgeistert, das ist das Thema der Sendung. Bleiben Sie dran, nach dem Intro legen wir sofort los. Da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen. Aus dem Wissenschaftsgremium angereist ist der Dr. Med. Simon Feldhaus. Herzlich willkommen. Hallo, schönen Tag, danke. Gerne. Ja, diese Formulierung, die ist sehr provokativ, aber die hat auch seinen Hintergrund. Willst du uns etwas darüber erzählen? Ja, leider hat sie einen sehr ernsten Hintergrund und das ist für mich jetzt eine der unsäglichsten Geschichten, die man sich vorstellen kann. Es gibt einen internationalen Diagnosecode, von der WHO ausgehend und in den Ländern dann umgesetzt. Der heißt ICD. Brauchen wir zum Abrechnen, oder? Code der Diagnose. Mhm. Dort sind Krankheiten, die Patienten haben, werden verschlüsselt in einen Buchstabencode. Irgendwie F32.0 steht für Depression zum Beispiel. Mhm. Also irgendwie wird die Krankheit dann kodiert in einen Code. Erstens, damit man sie nicht so direkt lesen kann. Zweitens, natürlich ist der eigentliche Grund, dass man das dann in einer Datenbank hat und dann nachher eigentlich neutral auswerten kann, okay, in den letzten 5 Jahren hat diese Diagnose ist 10% häufiger geworden und man damit regulatorisch oder präventiv vielleicht irgendwelche Maßnahmen ergreift, wenn man sieht, bestimmte Kodierungen gehen hoch, weil ja eben in der Schweiz wird das gesammelt, in Deutschland gesammelt und. Also die Idee dieser Diagnosenkodierung ist absolut nachvollziehbar, wenn sie neutral passiert und wenn sie mit dem Auftrag, was die WHO ja hätte, auf so die globale Gesundheit zu schauen, und damit auch den Ländern Hilfsmitteln zu geben, die eigene Gesundheitspolitik vielleicht ein bisschen im Sinne der Prävention zu regeln. Das ist mal die Basis. Und bisher war es so, das heißt auch so, internationaler Diagnosecode für Krankheiten. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Die Schwangerschaft kann man auch so kodieren, aber das hat nichts mit Krankheit zu tun, sondern das geht um klar Kenntnis machen, dass wenn eine Behandlung einer Schwangeren stattfindet, ist das ja ein anderer Kostenansatz. Also es wird dann, aber ansonsten sind dort Krankheiten kodiert, also nicht irgendwie Gesundheitsphänomene, sondern Krankheiten. Und was jetzt passiert ist, dass man hat einen neuen Diagnosekodierung eingeführt und der heißt nicht immunisiert gegen Covid. Also dort kodiert man jetzt den Zustand des Nicht-Geimpftseins oder nicht vollständig oder nur Teilgeimpftsein, da gibt es so Untergruppen, gegen effektiv Covid-19, also nicht gegen Tetanus, Diphtherie oder sonst irgendwas, sondern explizit gegen mRNA-Covid. Das heißt, es wird jetzt offiziell und an die Kodierung sind wir Ärzte gebunden. Wir müssen Systeme kodieren, wenn wir einen Patienten behandeln, weil ohne diesen Code kann ich nicht abrechnen. Also ich muss auf der Rechnung eine Kodierung abgeben. Und jetzt ist dieser Code ist da, der ist im System. Und das heißt, jetzt sind die Ärzte angehalten, den Zustand des Nicht-Geimpftseins zu kodieren. Und da es eine Krankheitskodierung ist, ist das auf Deutsch eine Bestätigung einer Krankheit. Und der Hintergrund, das hat die WHO auch so diskutiert, ist, dass man im Falle weiterer Epidemien oder Ähnlichem Isolationsmaßnahmen suffizienter durchführen kann. Also heißt, man argumentiert mit dem Gesundheitssteuerungssystem, wenn ich jetzt weiß, da hat es dann die und die Person ist so kodiert, ja, dann kann ich ja relativ schnell diese Person identifizieren und dann diese Personen, die alle mit diesem Code versehen sind, entsprechend ausgliedern. Das wird also als Gesundheitssteuerungssystem bewertet. Das finde ich jetzt der größte Skandal eigentlich der ganzen Geschichte seit langem, dass man nun Menschen, die sich für irgendwas entschieden haben, es nicht zu tun, weil wenn ich mich entscheide, nicht gegen Tetanus zu impfen, werde ich nicht kodiert. Also es ist explizit, dieser eine Status wird jetzt kodiert, nicht oder nicht vollständig geimpft. Aber das entbehrt sich sämtlicher Logik, ja. Denn meine, wenn mal eine Epidemie da ist
Und wenn sie durch ist, dann hat man entweder Antikörper. Man ja. ist, ich meine, ich habe es ja auch im Blut nachgemessen. Ich habe einen Antikörper, ich bin ja. immunisiert. Ja. Warum soll ich jetzt eigentlich noch ein Krankheitscode an mir tragen? Es ist wirklich, das, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Das gibt's doch einfach nicht. Das ist mit nichts zu begründen, weil eben, dann habe ich die Erkrankung durchgemacht oder von mir aus auch nicht. Vielleicht aber trotzdem ja Antikörper, das weiß ja keiner. Also ich kann doch nicht einfach nur den Zustand nicht geimpft sein, als Krankheit kodieren und damit dann, das wäre ja noch eins, aber damit dann je nachdem irgendwelche Maßnahmen ableiten. Das heißt, weil ich diesen Code in meiner Diagnosenliste habe, werde ich jetzt ausgeschlossen, werde ich jetzt isoliert, komme ich in irgendwelche Zentren oder was auch immer, die sich dann später vorstellen. Mit was für einer Begründung soll das sein? Das ist wirklich ein Unding. Zumal ja heute, und das ist jetzt ja undiskutabel, alle behaupten und alle klarstellen, die bisherige Technik der Impfung schützt nicht andere, sondern wenn ich mich impfen lasse, ist es Eigenschutz. Warum soll ich dann kodiert werden als Gefährder? Weil am Ende ist es ja das. Ich werde damit kodiert als Gefährder anderer in der Pandemiefall und muss deswegen isoliert werden. Es ist ja noch nicht mal zu begründen, dass die Impfung das täte. Das hat sich klar überall dargestellt, dass der Fremdschutz nicht gegeben ist. Also ich verstehe den Sinn nicht, ich verstehe die Maßnahme nicht. Und wieder ist das eine von den Geschichten, das ist passiert. Ich habe da nichts von gelesen. Also weder im Fernsehen noch in den Medien, die investigativen Journalisten. Es wurde nichts davon berichtet, einfach nichts, wenn man das nicht über andere Kanäle erfahren hat. Also ICD ist offiziell, nur wenn ich nicht weiß, dass die Ziffer neu einführen, weiß ich es ja nicht. Und ich glaube nicht, dass die Bevölkerung davon wusste. Ein guter Hinweis. Ich werde noch die Verlinkung dazu machen, ja. zu diesem Liste und das auf YouTube legen. Ganz unten werden Sie den Link sehen, wie man zu dieser ICD-Codierung kommt, wo das da aufgeführt ist. Zu diesem Zusammenhang gibt es ja noch jemand, der jetzt auch gerade konvertiert ist und gemeint hat, anscheinend funktioniert doch nicht alles so, wie wir dachten. Da war ja auch der Bill Gates. Ja. Da hat ja auch der Dr. Med Volker Schmiedl ein schönes Video gemacht, werde ich auch verlinken. Ja. Originalaussagen von Bill Gates. Fand ich auch an dieser Stelle ja. noch interessant. Wir möchten jetzt da nicht irgendwie verschwören, aber es ist einfach ein großes Fragezeichen, was wir hier gerade setzen wollen. Nein, das hat mit Verschwörung jetzt gar nichts zu tun. Diese ICD, ja. das ist ein Code, der wird eingegeben, der ist in der Datenbank verlinkt, fertig, aus. Punkt. Die Frage ist, mit was für einem Sinn macht man das und mit was für einer Begründung wird das gemacht? Und das Format Wissenschaftsgremium soll auch immer wieder Gegendarstellung machen oder klären und sagen, halt, stopp, da ist was falsch. Ja. Wenn es heißt, jeder Nicht-Geimpfte ist krank, dann kannst du als Experte mir sagen, der ist nicht krank, oder? Nein, das entspricht keiner medizinischen Definition. Wie gesagt, dann müsste man ja jeden, der nicht gegen Tuberkulose geimpft ist oder Tetanus oder was auch immer. Masern. Den müsste man ja als nicht geimpft kodieren. Und theoretisch könnte man sogar bei Masern theoretisch sogar noch Argumente finden, weil Masern ist wirklich ansteckend und die Impfung schützt sehr suffizient. Ja, aber ich hatte ja die Masern. Das heißt, wir hatten früher die Masernparty, genau. Aber sind alle hingegangen. Man weiß, wer die Masern hatte, muss ja auch nicht geimpft werden. Da weiß man es. Also, das sind alles so Dinge. Ist wirklich, das ist ein Unding. Das gibt's gar nicht, dass man so etwas machen kann. Und keiner diskutiert's und keiner beschwert sich und keiner redet drüber. Das ist, dieser Schritt finde ich noch viel schlimmer. Also die Codierung finde ich schon nicht verständlich. Und was ich wieder nicht verstehe, ist, dass keine offene Diskussion darüber geführt wird, weder in Ärztekreisen noch in Politikerkreisen oder wo auch immer, sondern einfach, ja, das ist halt jetzt so und dann codieren wir halt. Und was nachher mit den Daten passiert, weiß ja dann auch wieder keiner. Aber wenn ihr so noch einen Code setzt, wird das wahrscheinlich auch abrechnungsfähig sein. Das heißt, es müsste Geld geben, oder? Den Ärzten gegenüber. Ja. Ist eine nette Nebeneinkunft letztendlich für eine. Ja. Ich möchte jetzt mal den Bogen spannen zum WHO-Pandemievertrag. Mhm. Man will ja auch immer irgendwo durch aus Fehlern lernen. Das finde ich ja gut. Man hat eine Situation erlebt, möchte das, falls das sich jemals wiederholen sollte, besser agieren. Ja. Und deshalb kommt ja jetzt plötzlich dieser WHO-Pandemievertrag mit dem Ziel, dass alles sehr zentral entschieden werden sollte, oder? Ja. Aber da wird auch nicht offen darüber diskutiert. Ich meine, ich möchte doch als Schweizer auch wissen, wer jetzt die Entscheidungshoheit hat über uns Schweizer oder über Österreich oder über Deutschland, falls wieder mal so eine Pandemie ausbrechen würde. Ja, das ist jetzt genau wieder das. Also klar kann man sagen, WHO ist Hüter der Gesundheit der Welt, Weltgesundheitsorganisation. Also insofern
Jetzt erklären die sich für alleine zuständig. Das heißt, man will jetzt über diese Verträge die Länder verpflichten, dass die Maßnahmen nicht mehr vom Land, sondern von der WHO koordiniert werden. Mhm. Da kann man sagen, auf den ersten Blick ist das nicht unbedingt primär falsch, wenn man sagt, eine weltweite Pandemie. Man will verhindern, dass irgendwie ein Land ausschert und eigene Dinge tut, sondern alle haben das zu tun, was zu tun ist. Könnte man diskutieren. Die Frage ist, ob dann immer diese Entscheidungen, die die WHO trifft, halt richtig sind. Aber alle machen es ja, müssen es ja dann machen, wenn man es diesem Vertrag unterstellt. Also das beinhaltet ja eigentlich eine Art von reiner Monarchiestruktur. Also wir sind dann ein Gremium, am Ende sogar eine Person, unterschreibt irgendwas, das wird jetzt so gemacht. Und die Länder haben das einfach kritikfrei umzusetzen, weil es steht im Vertrag. Da kann ich ja nicht sagen, ja, aber ich habe vielleicht so eine Idee. Moment, in dem Vertrag steht, du musst das und das und das so tun. So wird isoliert, ihr macht das und das. Die Lockdowns gibt's jetzt einfach und fertig. Das halte ich jetzt für auf den ersten Blick nachvollziehbar, in der Realität für Unsinn. Also weil muss jedes Land seine Souveränität haben, Dinge zu entscheiden. Die verlieren wir. Verlieren wir, ja. Einfach mit einem Vertrag verliert man ein Selbstbestimmungsrecht. Ja. Die Weltwoche hat gerade am 5. März einen Artikel geschrieben. Die WHO diktiert ihre Mitgliedstaaten, was in einer Pandemie zu tun ist. Mhm. Souveräner Staat Schweiz wird aufgehoben. Mhm. Weltwoche schreibt weiter. Die WHO will das globale Versagen während des Mikrobenwahns zum Standard machen. Ein Vertrag soll die Souveränität der Schweiz aushebeln und 194 Staaten machen mit. Ist das bei uns Schweizer durch? Das Problem ist, man hat ja wieder nichts erfahren. Also man kriegt ja dazu nichts mit. Ich habe noch nichts, irgendwas Offizielles irgendwo lesen können, wo jetzt klar steht, sind wir diesem Vertrag beigetreten, in welcher Form? Weil natürlich, klar, es ist Aufgabe der Landesregierung. Ja, aber ich finde, irgendwie müsste man doch offiziell informiert werden, weil das hat ja dann schon eminente Bedeutung für den hoffentlich nicht mehr kommenden Fall. Mhm. Weil das heißt auf Deutsch, dass etwas anderes uns diktiert, was passiert. Also im Extremfall, ich weiß jetzt eben nicht die Details, weil der Vertrag ja nicht überall offen steht, im Extremfall könnte die WHO sagen, so, ab jetzt schließen wir alle Schulen der Schweiz, fertig aus. Ohne Diskussion und ohne Möglichkeit zu sagen, hey, Moment, aber bei uns ist doch gar nicht so viel wie in einem anderen Land, warum sollen wir jetzt und so. Also ich sehe den Sinn grundsätzlich eben nicht, weil ich halte es für zwingend notwendig, dass Souveränität von Staaten da möglich ist, um die eigenen Gesundheitssysteme zu regulieren. Es kann doch nicht sein, dass jetzt alle immer das Gleiche machen müssen. Mhm. Aber man erfährt ja nichts. Es ist ja wieder sowas. Es passiert irgendwo, man erfährt schon was, aber keine Details, keine genauen Schriftstücke. Wahrscheinlich kriegt man die irgendwann wieder und 80% sind geschwärzt, wie wir es jetzt schon öfter hatten. Und am Ende weiß dann nur ein kleines Gremium, was wirklich da drin steht und der Rest, ja, dann kommen natürlich Spekulationen auf und. Ich verstehe den Sinn nicht, ganz klar nicht. Gut, ich meine, wenn mal wirklich was Schlimmes wäre, Gasausströmen, Radioaktivität, weiß Gott was, und alle ziehen am gleichen Hebel und zwar sofort und gleichzeitig, ist es natürlich schon eine gute Aktion, oder? Ja. Eine gute Idee. Ja, ich sage, das meine ich so von der Idee her, das kann man sicher erklären, dass das so ist. Ich glaube allerdings nicht, dass das über einen solchen Vertrag, wie immer der dann im Detail halt aussehen wird, zu regeln ist, sondern dass das gebietet irgendwo die Zusammenarbeit. Und das hat man ja gesehen, als Tschernobyl war. Das hat auch eigentlich relativ gut funktioniert. Da mussten jetzt keine speziellen Maßnahmen geschaffen werden, aber da gab es eigentlich einen relativ guten nachher Staatenaustausch. Was ich auch gefährlich finde, ist irgendwo durch die gebündelte Macht. Ja. Meine, wenn das ja alles sehr demokratisch abläuft und besonnen, aber wer sagt mir, dass da plötzlich nicht irgendwelche Interessenskonflikte möglicherweise plötzlich eine andere Richtung einschlagen? Also wir wüssten es nicht, oder? Das ist ja genau dann der eigentliche Thema, wo dann dahinter steht. Wer ist die WHO? Also wer am Ende entscheidet das, was jetzt gemacht werden muss? Irgendein Gremium, das ist schon klar, aber wer beeinflusst, wie auch immer das Gremium, mit welchen Informationen, welche Geldgeber auch die WHO unterstützen, das müsste ja eine komplett neutrale, breit abgestützt, diskutable Expertengruppe. Welcher Experte ist dann der Experte? Kommt aus jedem Land einer? Entscheiden das nur Experten aus Amerika,
Russland, Deutschland, warum dann die anderen nicht? Also diese ganzen Entscheidungswege sind ja alle nicht wirklich definiert. Es gibt dann irgendein Gremium von der WHO, das sagt, so, das war's, wir rufen jetzt die Pandemie aus, Vertrag wird in Kraft gesetzt, alle machen jetzt einen Lockdown. Das sind ja alle Strukturen, die schon von der Größe der Konstrukt kann man sich das gar nicht vorstellen, dass das neutral bleiben muss. Also ist es tatsächlich so eine Gruppenhierarchie. Und ich halte das nicht für korrekt. Also ich dachte auch, dass wir eigentlich es geschafft haben, von solchen Machtstrukturen wegzukommen. Ja. Ich meine, die WHO wurde ja früher auch zu einem sehr sinnvollen Idee eigentlich gebaut. Ja. Und alle Länder hatten dazu was ja früher auch Geld eingezahlt. Ja. Irgendwann hat man angefangen zu sparen und die WHO nicht mehr mit Geld versorgt. Ja. Und das war eigentlich der große Problem, denn sie mussten letztendlich dann auch andere Geldgeber suchen. Ja. Und schade, wirklich sehr schade. Die Idee dahinter finde ich genauso genial, absolut, wie auch die UNO ich etwas mega Gutes finde, wenn sie sich nicht selbst so im Wege stehen würde. Ja, es muss neutral und weltumfassend sein. Und damit ist eigentlich auch klar, das darf nicht über Gruppen finanziert werden. Das ist jetzt einfach so, die WHO muss von den Ländern finanziert werden und fertig. Das kann nicht sein, dass im schlimmsten Falle sogar Privatpersonen oder auch noch Firmen irgendwelche Unterstützungsgelder an eine WHO geben. Natürlich werden die nie Einfluss nehmen, schon klar, aber das Geschmäckli bleibt. Klar, es sind immer nur Stiftungen, die neutral und zweckbestimmt investieren. Ich habe nur gelesen noch, in der Schweiz wird auch schon Unterschriften gesammelt gegen dieses mögliche, bereits existierende Gesetz oder potenzielle gefährdete Gesetz, um hier eine Abstimmung zu erzwingen. Bin gespannt, ob das kommt oder nicht kommt, oder? Aber in Deutschland, Österreich, die haben gar keine Wahl, oder? Nö, natürlich, da ist ja die Struktur ganz anders. Wenn das die Landesregierung in Deutschland entscheidet, gibt's für das Volk keine Chance. Da hoffen wir auf die funktionierende Volksdemokratie der Schweiz. Das ist auf jeden Fall eine breite Diskussion und das kann man ja eigentlich nur im Sinne eines Referendums erreichen, dass überhaupt diskutiert wird. Mhm. Ja. Und darüber sollte man diskutieren? Darüber muss man diskutieren. Also das ist jetzt das kann nicht sein, dass das diskussionsfrei abläuft. Ja. Kann das der Bundesrat in der Schweiz einfach entscheiden, machen oder geht das noch in den Ständerat und Nationalrat und wird das da noch diskutiert? Weil da hätte ich schon Hoffnungen, zumal man ja gestern wieder gesehen hat, dass man jetzt nicht einfach bereitwillig ist, Waffen zu liefern, was ich sagen muss, hey, das finde ich jetzt echt gut, dass man daran festhält, dass man nicht mit Waffen einen Krieg gewinnen kann. Also man müsste es hoffen und erwarten, da kenne ich mich natürlich staatsrechtlich nicht genau aus. Das Problem ist ja, dass das ja ein Vertrag international ist, betrifft ja nicht die innere Föderation der Schweiz, sondern die internationalen Verknüpfungen, hart ausgedrückt. Und ich hätte fast die Befürchtung, dass das nicht durch die Räte muss. Mhm. Aber da bin ich natürlich kein Politikwissenschaftler für. Ich bin froh, gibt es einige Leute, die das sehr kritisch anschauen und dann ebenfalls eine Initiative in den Weg bringen. Und wir werden sicherlich darüber berichten, wenn das mal soweit ist. Ja. Es geht ja nicht um sein oder nicht sein, ob richtig oder falsch. Es geht darum, dass man einfach darüber diskutieren muss. Und wenn das alle so wollen, dann soll es doch auch so sein. Letztendlich gibt es Vorteile, natürlich, aber sind wir auch bereit, die entsprechenden Nachteile in Kauf zu nehmen? Das ist einfach nur die große Frage, über die wir alle eigentlich berichten sollten und darüber diskutieren sollten. Das war das Ziel. Herzlichen Dank. Danke. Von einem kranken Menschen zum anderen kranken Menschen. Das ist ja so, genau. Bleib schön krank, oder? Was soll ich sagen? Oder bleib gesund. Bleib schön krank. Und Sie auch. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Und auf Wiedersehen miteinander. Dankeschön.